Freunde, willkommen zu einem weiteren Video der ONC, der Orville Nefertiti. Ich bin der König und das ist die Adventure Force Sentry. Nicht ein wirklich ganz neuer Blaster, aber in Deutschland eigentlich fast gar nicht zu kriegen. Da gibt es allerdings eine Möglichkeit, beispielsweise über Blaster Time den zu importieren. Ich bin gerade zufälligerweise in Texas im Urlaub und das ist so ein kleines Mitbringsel, was noch so eben in den Koffer reinpasst. Den Blaster packen wir heute aus, jagen ihn über die Schussbahn, übers Kroni und dann gucken wir mal, was der so kann. Ich freue mich drauf. Gucken uns das mal kurz an, was mitgeliefert wird hier. Unboxing mal so ganz hier im Garten, weil das passt so nicht in den Koffer. Der Blaster und es kommen sage und schreibe 6 von diesen Nerf-Rival-kompatiblen Bällen dabei. Ja, das ist ein kleiner Nerf-Rival-Blaster mit 6 Schuss. Ich bin gespannt, wie der so performt. Auf der Rückseite sehen wir die wesentlichen Geschichten mit dem Spannschlitten. Triggerlock da unten, das heißt, den muss man festhalten und andrücken, dass er funktioniert. Unser normalen Abzug. Wir haben hier oben so eine Art Magazinabdeckung, wie auch immer. Da sieht man schon, klappt man nach vorne, Ball rein, nach hinten ziehen. Ich glaube, das ist nichts, was uns überfordert, oder? So, schnelles Unboxing der Adventure Force Tactical Strike Sentry X2, damit ich es in den Koffer packen kann. Blaster hier drin, Bälle da oben. Und ich glaube, das wird schon gewesen sein. Also, ne, mehr ist an diesem Karton nicht zu sehen. Also holen wir es mal raus. Und wie erwartet, der Blaster, eine Anleitung, 6 Bälle. Das muss reichen. Und schnapp, sind wir in Deutschland auf meiner gewohnten Werkbank und gucken uns die Adventure Force Sentry mal an. Ich habe den Blaster aus der Verpackung befreit. Habt ihr gesehen? Hier ist er. Hier sind die 6 mitgelieferten Bälle und hier ist die Anleitung, die ist natürlich in Englisch, weil der Blaster wird nur für Walmart produziert. Von Dartzone. So viel darf ich schon mal sagen. Also eigentlich von Primetime Toys, der Mutterfirma von Dartzone, aber egal. Sentry X2 heißt der Blaster. Warum? Es gibt eine zweite Version davon. Das ist die zweite Version. Die originale Version hatte nämlich Schwierigkeiten, nicht Kopienbälle zu verschießen. Also originale Rivalbälle fielen einfach raus oder performten grottenschlecht. Die neuere Version, die hat das Problem nicht mehr. Das ist also die neuere Version. Was wird mitgeliefert? Der Blaster, die 6 Bälle, die Anleitung. Wie funktioniert's? Naja, Anleitung legen wir weg, das ist nämlich ganz einfach. Hier oben gibt es einen kleinen Knopf, den zieht man hier hin und schon ist hier so eine kleine Rutsche offen. Da füttern wir unsere Darts rein, 2 passen immer auf einmal rein. Und drückt mit dem Finger hier so gegen so einen leichten Widerstand nach hinten. Hat man gehört. Da ist nämlich so eine Art Tür drin, die man nur so erahnen kann. Da ist es. Das ist wie so Magazinlippen. Wie so bei der Magnus oder sowas halt. 6 von diesen Bällen passen insgesamt rein. Zufälligerweise werden ja auch 6 Bälle mitgeliefert. Und wenn man die alle drin hat, klappt man es zu. Und der Blaster ist im Prinzip nicht gespannt, hat aber 6 Bälle drin. Damit man Blaster nun abfeuern kann, muss man dieses Triggerlock auslösen. So, und dann, wenn er gespannt wäre, abfeuern. Wenn man ihn also sieht, denkt man jetzt, oh, Flywheel Blaster, cool. Nee, ist er gar nicht. Also, es sieht nur so aus. Ich finde das Ding ein bisschen blöd, aber sei es drum. Kommen wir erstmal zum Optischen des Blasters. Der kommt in diesem Dart Zone Blau. Das ist ein bisschen anderes Blau als das Elite-Blau, aber relativ dicht dran. Wir haben hier vorne eine sehr große orangene Nase. Wir haben hinten einen grauen Spanngriff. Also Top Prime, so ähnlich bei der Kronos. Wir haben hinten einen kleinen Unjam-Button. Wenn also was schief gehen sollte, kann man den hier so nach unten bewegen und dann kann man den Blaster erneut spannen, falls was festhängen sollte. Denn es gibt hier keine Jammer oder sowas. Also wenn da was festhängt und es damit nicht klappt, dann ist Aufschrauben angesagt. Aufschrauben geht natürlich, der Blaster ist also nicht verklebt oder sowas, sondern hat einfach nur ziemlich viele Schrauben dran. Der Griff, wie man sieht, für einen Erwachsenen ziemlich ergonomisch. Ich finde das ganz gut gelungen halt vom Design her. Da klemmt nichts, da ist nichts irgendwie komisch. Der knarzt auch nicht, also der ist echt von der Verarbeitung her wirklich gut. Ösen, es gibt eine hier, den kann man an so eine One-Point-Schlinge dran machen, das ist ganz nett. Eine Tactical Rail hat man hier, die ist aber nicht mit Nerf kompatibel, also zumindest nicht mit den Sachen, die man so normalerweise da drauf macht. Keine Ahnung, mit was das kompatibel ist. Irgendwas muss man da dran machen können. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas Passendes finde. Hier oben, das sieht so ein bisschen nach Tactical Rail aus, ist aber nichts. Das ist stattdessen hier Kimme und Korn quasi. Also wenn man hier so drüber guckt, ne, kann man schon mit zielen. Das ist schon nicht schlecht gemacht.
Bedruckt ist der Blaster auf dieser Seite nicht. Auf dieser Seite auch nicht. Also Farbe hat man sich gespart. Bei 10 Dollar Verkaufspreis im USA sehr, 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 sehr günstig. Braucht man das wohl auch nicht. Von den Maßen her, der Blaster ist 31 cm lang, er ist 19 cm hoch und er ist symmetrisch und ziemlich genau 6 cm breit. Das ist übrigens nicht viel anders als mit der Kronos. Also mal so einen Größenvergleich. Kronos jetzt drüber gelegt, den da drunter. Wir reden hier wirklich über die gleiche Blastergröße. 5 Schuss, 6 Schuss. Kleiner Vorteil von der Sentry, also abgesehen davon, dass man eine Kronos momentan kaum noch kriegt. Die natürlich in Europa auch nicht, weiß ich, aber bei Walmart zumindest. Das Schöne ist, jeder Holster, der eine Kronos nimmt, nimmt auch die Sentry. Das finde ich ziemlich gut. Zum Spannen des Blasters. Nach hinten ziehen. Nach vorne. Und Triggerlock auslösen. Boom, macht's. Das Ding ist nicht nur laut, der scheint auch ein bisschen Power zu haben. Also vom Gefühl her, das machte gerade ganz schön, das zwiebelte ein bisschen. Da bin ich mal auf die Kroni-Werte gespannt und wie der Blaster so im Garten performt. Ja, den Elefanten im Raum habe ich schon angesprochen. Die erste Version der Sentry hatte echt Schwierigkeiten mit originalen Rifle-Bällen. Diese Version soll das nicht mehr haben. Das probieren wir auf jeden Fall aus. Wie sieht das aus mit den klassischen gelben Rifle-Bällen? Wie sieht das aus mit den neuen blauen Akku-Rifle-Bällen? Und natürlich auch den X-Shot-Bällen, die in Deutschland durch Müller, diese Drogerie, relativ günstig verkauft werden. Aber auch von Blaster Time beispielsweise. Schauen wir mal. So. Also, Blaster von außen angeguckt. Funktion erklärt. Was kann er, was kann er nicht? Ich würde sagen, wir hängen den jetzt am Kroni dran. Und dann gucken wir, was da so an Werten rauskommt. Und danach ab damit in den Garten. Denn so gesehen, also wenn man den haben möchte, für mich sieht das echt schwer nach einem fast gleichwertigen Kronos-Ersatz, vielleicht sogar etwas besseren aus. Und jetzt der Test der Adventure Force Sentry X2. Erst mit den 5 der 6 originalen Bällen, die mitgeliefert werden, und danach mit 5 normalen Rival-Bällen. Mal sehen, wie der Blaster hier am Kroni performt. Ich bin gespannt. 104,5, ich gehe fast in Deckung. 104. Spicy. Durchschnitt 102,7. Außer Packung heraus. Ohne Tuning. Das ist ein Wort. 95,6. 98,5. Durchschnitt 96,3. Respektabel für so ein kleines Teil, oder? Mal sehen, wie er sich draußen schlägt. Und damit willkommen zum Outdoor-Test der Adventure Force Sentry X2 heißt die, glaube ich. Jedenfalls ist es das neue Modell. Wir schießen mit dem Blaster über unsere normale Schussbahn Richtung Garage. Ich habe 2 von den mitgelieferten Adventure Force Bällen drin. Ich habe 2 normale Rival-Bälle hier drin. Wir haben einen der neuen Akkubälle drin und einen von Dori Müller, quasi ein X-Shot-Ball in Rot, um zu gucken, funktioniert der Blaster auch mit anderen Bällen. Ich bin gespannt. Wir haben ganz leichten Gegenwind. Ist nicht schön, aber so ist es eben. Direkt an der Tür aufgedotzt und weit zurückgeprallt. Auch direkt bis zur Tür, weit zurückgeprallt. Kurz vor der Tür. Okay, das gucken wir uns mal an. So, hier das etwas überraschende Ergebnis mit der Sentry. Der erste original mitgelieferte Ball hier von Adventure Force, der orange, der liegt hier schon bei der 13 Meter Marke. Den hat der Gegen- und Seitenwind hier mal äußerst abgetrieben. Und vor allen Dingen auch ist der ziemlich früh im Boden eingeschlagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Dann
kommt erstmal nichts. Hier kommt unser erster originale Reibeball. Der liegt jetzt bei der 16 Meter Marke. Der ist aber hier vorne bei 18 Meter aufgeprallt, hochgerollt und wieder zurückgerollt. Also Reibebälle sind hier echt ein Problem. So, dann haben wir hier unseren X-Shot Müllerball Nummer 1. Der ist bis zur Tür gekommen, zurückgerollt, liegt jetzt hier bei der 17 Meter Marke. Da liegt unser Akkuball. Der ist nicht hier so weit vom Kurs abgekommen, sondern der ist bis zur Tür runtergerollt und seitlich hier weggehüpft dann. Der liegt jetzt auch bei 17 Metern. So, wo ist der Rest vom Schützenfest? Genau, hier haben wir Nerf Originalball Nummer 2. Ist bei der 18,50 Meter Marke aufgekommen und ganz leicht vom Wind hier rechts rüber gepustet worden. Das ist okay. Da liegt der Originalball, das sieht bei der 19 Meter Marke nicht gut aus, aber der ist hier vorne schon bei 16, 17 Metern aufgekommen und dann nur weitergerollt. So, was fehlt uns jetzt noch? Uns fehlt uns jetzt noch einer der roten Müllerbälle. Wo ist der gelandet? Ich suche mal eben, Moment. Da ist der eine Müllerball, den habe ich glaube ich vorhin übersehen, liegt bei der 17 Meter Marke. Der, meine ich, ist bis zur Tür gekommen und auch zurückgeprallt. Es ist Zeit für ein Fazit. Wir haben uns die Sentry vorhin angeguckt, wie der Blaster so kommt aus der Verpackung heraus, was mitgeliefert wird, wie er funktioniert im Wesentlichen. Wir haben ihn übers Krone gejagt, wir haben ihn im Gartenmaus getestet und ich muss sagen, für mich ist das, abgesehen von der schlechten Verfügbarkeit in Europa, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, ist das ehrlich gesagt gegenüber einer Kronos, ich möchte sagen, momentan fast ein klarer Gewinner. Die Performance ist wirklich gut. Am Kroni echt okay, mindestens. Draußen auch sehr überzeugend für einen Rival Blaster. Der ist nicht irgendwie ungenauer, der fühlt sich nicht billig an. Wirklich das Einzige, was mich persönlich an diesem Blaster stört, sind zwei Sachen. Nummer 1, dieses Triggerlock. Ich finde das total nervig. Das werde ich, glaube ich, in einem kleinen kurzen Short-Mod-Video mal zeigen, wenn man das rausbaut. Das muss echt nicht sein. Und das andere ist die, zumindest draußen, grottige Performance mit den originalen Bällen. Also aus anderen Blastern werden die gut verschossen. Ich weiß nicht, warum es mit meiner Sentry nicht geht. Mit anderen Bällen performt der Blaster gut. Zumindest draußen haben diese Bälle bei mir, ehrlich gesagt, ziemlich versagt. Ich weiß nicht, ob die leichter sind oder sonst was, aber ja, man kriegt ja nur 6 dabei. Von daher ist ja nicht so schlimm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist das Ding eigentlich so die Überraschung aus meinem Texas-Urlaub. $10 plus ein bisschen irgendwie Steuer, sonst was halt. Also sagen wir mal, 11 Euro kostet das Ding da drüben. Hammer. Hier ist es natürlich teurer, wissen wir auch. Aber ganz ehrlich, wer keine Kronos hat oder nicht an der Kronos drankommt, der macht mit so einer Sentry echt genau gar nichts falsch. Ich finde den gut. Kaufempfehlung. In diesem Sinne würde ich sagen, ihr seid informiert und man trifft sich.